Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach wie vor brenzlig. Beide Seiten halten sich an eine Art Waffenruhe, wie sie sagen. Aber die Opposition hat in der eisigen Kälte ihre Barrikaden im Zentrum von Kiew ausgebaut und ein Ministerium besetzt. Eine friedliche Lösung ist zwischen Präsident Janukowitsch und den Demonstranten nach wie vor nicht in Sicht. Udo Lilischkis ist über den Tag in Kiew. Vor gut einer Stunde. Gerüchte schwirren durch die Zeltstadt auf dem Maidan. Spezialkräfte mit Schusswaffen sollen einen Sturm vorbereiten. Schon heute Nachmittag brannten die ersten Reifen wieder. Die umkämpfte Gruschewski-Straße noch ohne Brandsätze und Tränengas. Dafür der verzweifelte Appell einer Mutter. Ich bitte euch, seid auf unserer Seite, ruft sie den Polizisten zu. Rettet unser Vaterland, rettet eure Kinder. EU-Kommissar Füle traf heute den Präsidenten und die Opposition in Kiew, um zu vermitteln. Kurz darauf kündigte Janukowitsch Konzessionen an. Eine Amnestie für verhaftete Demonstranten etwa, denen keine kriminellen Handlungen vorgeworfen werden. Die Gewalt aber wolle er auf jeden Fall beenden, hörten die Demonstranten dann, wenn nicht im Guten, dann mit allen Mitteln, die das Gesetz ihm erlaube, so Janukowitsch. Ein Einlenken der Demonstranten auf dem Maidan aber erscheint inzwischen so gut wie unmöglich. Nur noch der Rücktritt des Präsidenten selbst, sagte Vitali Klitschko heute Abend, könne eine Lösung bringen. Seit einer halben Stunde fliegen die ersten Molotow-Cocktails wieder. Die Unruhen in der Ukraine beschränken sich längst nicht mehr nur auf die Hauptstadt Kiew. Besonders im westlichen Teil des Landes kommt es inzwischen zu immer mehr Demonstrationen der Opposition und zu Besetzungen von Regierungsgebäuden. Zum Beispiel in der Stadt Lviv, auf Deutsch Lemberg. Hier wurde heute einer der in Kiew getöteten Demonstranten beerdigt. Uli Adrian aus Lemberg. Über Nacht haben die Demonstranten in Lemberg nach dem gestrigen Sturm auf den Gouverneurssitz Barrikaden errichtet. 7 der 24 Gebietsverwaltungen wurden bereits eingenommen, 3 weitere werden belagert. In Sühiv am Rande von Lemberg fand heute die Beerdigung für einen der Toten von Kiew statt. Der 51-jährige Juri Verbitsky wurde offensichtlich von Geheimpolizisten entführt, zusammengeschlagen und ausgesetzt. Er erfror im Wald. Wir haben es so satt mit den Kriminellen an der Macht. Ich danke Juri und den anderen Kämpfern. Ja, jetzt ist er tot, aber er bleibt ewig ein Held unseres Volkes. Wir dürfen keine Angst haben. Kein Ukrainer hat heute Angst. Wir müssen laut sprechen. Ihr in Europa müsst uns hören. Es geht nicht so weiter mit dieser Verbrecherregierung. Wir bekämpfen das Böse. Die Beerdigung wurde zu einer machtvollen Demonstration mit mehreren tausend Menschen. Die Botschaft: Wir kämpfen weiter. Diesmal wollen wir eine wirkliche Revolution. Morgen ist es 3 Jahre her, dass die ägyptische Revolution begann. Die Stimmung in Kairo allerdings ist alles andere als feierlich. Heute starben dort bei Bombenanschlägen mindestens 6 Menschen. Die Übergangsregierung beschuldigt die Muslimbruderschaft, hinter dem Terror zu stecken. Diese bestreitet das aber. Wie aggressiv es auf den Straßen zugeht, musste auch ein Team der ARD erleben, das geschlagen und gewürgt wurde. Thomas Aders berichtet aus Kairo. Der Terror ist in der Hauptstadt Ägyptens angekommen. Am frühen Morgen ereignet sich der erste und folgenschwerste von heute bislang 4 Anschlägen in Kairo. Einen Tag vor dem 3. Jahrestag der Revolution. Radikale Islamisten attackierten ein scharf gesichertes Polizeihauptquartier in der Nähe des Stadtzentrums. Ein Auto mit einem Sprengsatz war vor dem Gebäude abgestellt worden. Zuerst der Anschlag in der Stadt Mansura im Nildelta und jetzt der Anschlag hier. Sollen wir denn warten, bis wir in unseren Häusern an der Reihe sind? Was soll denn sonst noch alles passieren? Und zu dem Anschlag bekannte sich die Al-Qaida-nahe Ansar Bayt al-Maqdis, die schon für das Attentat im Nildelta vor einem Monat verantwortlich war. Innenminister Ibrahim kündigte einen, Zitat, Krieg gegen den Terrorismus an. 3 Mitarbeiter des ARD-Studios Kairo konnten sich nur knapp in Sicherheit bringen. Als sie den Platz vor der Polizeistation erreichten, wurden sie von einer wütenden Menge als Verräter bezeichnet, angegriffen, geschlagen und getreten. 2 Mitarbeiter zogen sich tiefe Schnitt- und Stichwunden an Hand und Kopf zu. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Judith Rakers.
In Genf ist ein drohendes vorzeitiges Scheitern der Syrien-Friedenskonferenz abgewendet worden. Der UN-Sondergesandte Brahimi kündigte an, dass morgen ein direktes Gespräch zwischen Vertretern der syrischen Regierung und der Opposition stattfinden werde. Er hatte sich heute mit beiden Seiten getrennt getroffen. In der Bundeswehr wachsen laut einer internen Studie unter den Soldaten die Vorbehalte gegen ihre Kameradinnen. Demnach meinten mehr als die Hälfte der Befragten, Frauen veränderten die Bundeswehr zum Schlechteren. Jeder Dritte sagte, die Truppe verliere an Kampfkraft. Am zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Großbritanniens Premierminister Cameron vor einer Zunahme der sogenannten Arbeitsmigration innerhalb Europas gewarnt. Er sprach sich für mehr Wirtschaftsliberalismus und weniger staatliche Regulierung aus. Bundesfinanzminister Schäuble forderte dagegen, weitere Schritte zu einer europäischen Integration zu unternehmen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs dürfen Wohnungseigentümer in einer Hausgemeinschaft nicht gegen den Willen Einzelner beschließen, eine Mobilfunkanlage auf dem Dach zu errichten. Wegen der Diskussion um mögliche Gesundheitsgefahren könne der Verkaufs- oder Mietwert der Eigentumswohnung gemindert werden. Der ADAC. Der ADAC hilft nicht nur bei einer Panne auf der Straße, der Verein hat auch Rettungshubschrauber. Und diese Helikopter allerdings retteten in den letzten Jahren offenbar auch manchen aus dem ADAC-Präsidium. Denn die Männer nutzten die Flieger, um schnell von einem Diensttermin zum nächsten zu eilen. Aus München berichtet Thomas Schorr. Die gelben Engel der Lüfte sollen Leben retten, ihre vornehmliche Aufgabe. Daneben transportieren sie manchmal auch den Präsidenten des ADAC oder Gäste wie einen Gesundheitsminister. Der Automobilclub versichert, es gehe hier nur um einige Fälle und nur solche mit Terminnot. Dafür seien ausschließlich Ersatzhubschrauber vorgesehen. Und wer zahlt das? Der Hubschrauber wird finanziert über die ADAC Luftrettung. Die aber stellt diese Flüge dem ADAC e.V. in Rechnung. Das ist ganz sauber getrennt. Einen weiteren Beleg für dringenden Reformbedarf sehen Kritiker darin, dass nun auch das Münchner Amtsgericht den ADAC unter die Lupe nimmt. Geprüft wird, ob die vielfältigen Aktivitäten des Automobilclubs noch vom Vereinsrecht gedeckt sind. Und uns bleibt noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Morgen im Nordosten ab und zu mal Sonne, aber Dauerfrost. Im Süden und Westen eher grau, bis zu 5 Grad plus. Ihnen einen schönen Abend und damit zurück zum Fußball und Gerhard Delling und Mehmet Scholl.